Segnungsabend in Wiesenbachzahlen gekommen heißen. Es freut mich, dass so viele gekommen sind. In der Gemeinde Stins leben zurzeit im Haus Geisbühel und im Haus Jagdberg 74 Asylsuchende, davon sind 28 Kinder und Jugendliche und 46 Erwachsene. Aus der Nachbarschaft sind einige zu uns gekommen und was mich ganz besonders freut, ist, dass hier diesem Motto lieber miteinander als gegeneinander Platz gegeben wird und ein schöner Abend uns alle erwarten wird. Von Seiten des Landes, weil ich heute hier ja nicht mehr, wie ihr alle bestens wisst, als Bürgermeister zu euch spreche, als ehemaliger, sondern als Landtagspräsident, sei mir einfach noch ein paar kurze Gedanken, damit die Kinder dann schnell zu ihrem Auftritt kommen, erlaubt zu äußern. Wir wissen alle, es sind etwas über 4000 Asylwerber aktuell in Vorarlberg. Wir haben schon sehr, sehr viele auch Menschen, die inzwischen ihre Anerkennung bekommen haben, beziehungsweise subsidiären Schutz erhalten haben. Und es ist die letzten 2 Jahre sehr, sehr viel passiert in diesem Land. Und es ist Gott sei Dank sehr, sehr viel Gutes passiert. Und es ist mit Ihrer Hilfe, mit Ihrer Unterstützung, mit Ihrem Einsatz, neben allen professionellen Einrichtungen, die hier in diesem Themenbereich tätig und engagiert waren, gelungen, dass wir in Vorarlberg, glaube ich, mit dieser Herausforderung, die es durchaus für alle, für die gesamte Gesellschaft auch bedeutet, gut. Ich will euch begrüßen, weil ich euch wohl mag. Drum sage ich in Deutschland, wie geht's, guten Tag. Ich will euch begrüßen, weil ich euch wohl mag. Drum sage ich in Österreich, grüß Gott, guten Tag. Ich will euch begrüßen, weil ich euch wohl mag. Drum sag ich in der Schweiz, ja, grüezi Gott, grüezi. Thank you.